Meilenmittwoch heute wieder an einem Mittwoch für euch mit frisch gepressten Themen. Weiß ich, habe ich das eben bei meinem Vielflieger-Update gesagt? Auf jeden Fall haben wir hier frisch gepresste Themen. Hilton hat wieder ein Fast Track für Firmen, Fast Track oder beziehungsweise sogar eine Instant Trial für Diamond. Sehr coole Geschichte. Hilton-Punkte kann man nicht mehr kaufen, die Promotion ist vorbei, aber man kann jetzt World of Hyatt-Punkte kaufen. Es gibt 10.000 Bonuspunkte bei Marriott in Singapur bei 2 Hotels. Ich sage euch, ob es sich lohnt. Dann gibt es Singapore Air Chris Flyer, die haben auch so eine Art Meilenschnäppchen-Nass, nennt sich bei denen ja Spontaneous Escapes. Wir haben Comfort Clarion Hotel, die in Helsinki am Flughafen ab 1. Juni Übernachtungsmöglichkeiten bieten, also buchbar. Und diese, wir haben Swiss Deal von Oslo über Zürich nach Bangkok. 1000, wie viel haben wir denn gesagt? 1329 Euro, ja, viel Geld. Habe ich ein Thema vergessen? Best Western hat eine Sommerpromotion und wir können starten, wenn ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt, kommentiert habt. Und ganz, ganz wichtig, kommt zum Stammtisch. Und versprochen, heute rede ich nicht über amerikanische Kreditkarten, weil ihr wisst ja, dass sie geil sind. Also gut, gut, lasst uns hier weitermachen. Ich muss hier schnell Schluss machen, weil ich habe gleich den nächsten Call in einer halben Stunde, weil ich habe mich eben versabbelt bei der anderen Sendung. So, das erste Thema, was wir haben, können wir auch direkt loslegen. Und zwar ist das das Thema, wo habe ich denn jetzt hier? Das ist Hilton Honors. Und bei Hilton Honors ist es so, dass die jetzt wieder einen Fast Track haben und jetzt sogar nicht nur Fast Track, sondern auch einen Instant Trial haben. Instant Trial heißt, dass man den Status direkt bekommt. Und damit behält man ihn bis zum März 2026, nicht Februar wie bei anderen. Wie ich fast fälschlicherweise gesagt habe, bei Hilton gibt es 3 Monate Kulanzzeit. Also man kann den bis 31. August bekommen mit diesem Trial und dann kann man ihn bis zum März 26 haben, wenn man 12 Nächte in dieser Promo-Periode macht. Und wenn man halt dann nur zwischen 6 und 11 Nächten macht, würde man Gold bekommen. Also insofern, ich denke mal, da sollte ein Diamond drin sein. Es ist so, dass man natürlich alle Vorteile bekommt und ist auch etwas anders als der Status-Match für die anderen. Weil dieser Status ist halt wirklich so, dass man hier bei denen schon am laufenden Band die bekommt, wenn man zur richtigen Firma gehört. Aber es gibt ja auch diesen anderen Status-Match, wenn ihr irgendwo anders einen Status habt. Wobei ich persönlich, ach jetzt rede ich doch wieder über Kreditkarten. Ich finde den Weg über die amerikanische Kreditkarte einfach am einfachsten. Obwohl ich mich requalifiziere, aber ich bekomme halt so viele Punkte, 17-fache Punkte mit der Kreditkarte. Das ist halt der Weg. So, ihr könnt mich schlagen dafür, ich weiß. Aber so ist es nun mal. Wir haben dann als nächstes Thema Best Western. Und bei Best Western gibt es eine Sommerpromotion. Ich nenne die Freunde von Best Western, damit ihr nicht sagt, ich würde Best Western ausklammern. Die haben 2- oder 3-fache Punkte, die man bekommt. Man kann dann auch noch mal zusätzlich alle 3 Nächte 10.000 Punkte bekommen. Meine Mutter wird es freuen. Und dann bis zu 20.000 Bonuspunkte nach 6 Nächten, die man bekommen kann. Also wichtig ist, dass man natürlich einige Promotions hat dieses Jahr. Man kann diese Promotions staggern. Wichtig ist, dass man die Punkte bis Mai muss man gebucht haben, bis zum 20. quasi. Das ist ja noch 4 Tage. Und die Promotion ist für USA, Kanada, Karibien. Und da kann man als Mitglied dann, wenn man da ist, halt überall das bekommen. Und es ist wichtig, dass man eine Registrierung machen muss. Ihr solltet den Link bekommen haben, wenn ihr dafür in Frage kommt. Wenn ihr in Frage kommt dafür, dass ihr mehr Punkte haben wollt bei World of Hyatt, und da hatte ich ja schon in der anderen Sendung was gesagt, glaube ich, am Montag. Die haben ja wieder 20% Aktion, More Points, More Savings. Und da kann man halt 55.000 Punkte pro Kalenderjahr nehmen und man würde da halt jetzt nochmal den Bonus bekommen von 20%. Das sind ja 11.000 Punkte, dass es zusammen 66.000 Punkte gibt. 1.320 Punkte. Ich sage es halt in dieser Sendung, weil diese ja hier mehr über Meilen ist als die andere. Und in Einzelfällen macht das Sinn. Deshalb wiederhole ich es hier auch nochmal. Keine Punkte auf Vorrat kaufen. Und ich denke mal, dass es auch Aktionen gibt bei Hyatt, wo es mehr Punkte gab als Bonus. Entweder als Bonus selber oder als Reduktion im Preis. Heißt also 55.000 Punkte mit 20% Abschlag oder mit 30% Abschlag. Hier sind es jetzt einfach 0,5. Also insofern ist das schon relativ cool.
Ich denke mal, dass das schon ein etwas höherer Preis ist als beim letzten Mal. Aber kontrolliert halt wirklich, weil ihr nur einmal pro Jahr kaufen dürft, ob ihr die wirklich braucht. Ich hatte es versprochen, wenn er keine amerikanische Kreditkarte kriegen kann, dann ist das leider der einzige Weg. Aber wenn ihr die haben wollt, ich habe dafür Wege. Also lasst uns drüber sprechen, wenn ihr wollt. Aber mit Vorsicht zu genießen, das Thema. Und ihr könnt hier auch nochmal meinen Hinweis an mein 3x380 FQT TV. Da könnt ihr mir Nachrichten schicken. Dann kommt ihr bei mir auf meinem Android-Telefon aus. Oh, jetzt habe ich gesehen, dass ich um 13 Minuten nach 1 das aufnehme. Heute also insofern habe ich da natürlich noch viel zu tun. Gut, gut. Wir haben das nächste Thema und wir machen die Themen hier im Schweinsgalopp. Und zwar ist das Marriott Bonvoy. Marriott Bonvoy bietet euch mehr Punkte in Singapur an. Und zwar gibt es in Singapur zwei Hotels, die dann 10.000 Punkte pro Nacht geben. Und zwar gibt es dafür einen extra Punkteplan. Vielleicht sollte ich Ihnen den euch auch einfach nur mal zeigen. Ich kopiere mal den Link und gucke mal, was hier passiert. Machen wir ein neues Fenster auf, dass ich euch das zeigen kann. Und was da dann passiert, da haben wir es. Und zwar gibt er mir die Promotion, weil manchmal gibt er mir der falsch. Er zeigt mir die Promotion hier jetzt natürlich wieder nicht an. Aber ihr findet die Promotion in dieser auf der Seite, die kann ich euch zeigen. Und zwar ist das hier diese Seite von Marriott Bonvoy, wo es dann die ganzen Promotion gibt. 15% off für 3 Nächte. Oder aber auch hier $100 Daily Credit. Oder aber 5-Plus-Nächte gibt es auch nochmal Savings, wenn ihr euch da einloggt. Also da gibt es diese Webseite von Marriott.com, wo ihr halt wirklich eure Deals seht. Und Special Offers nennt sich die ganze Geschichte. Und da könnt ihr dann auf Deals gehen und dann kommt ihr da auch aus. Und ihr seht, es kommt jedes Mal dann was anderes als Titel. Gut, gut, das wollen wir nicht. Die sollen ja nicht wissen, wo ich bin. Jetzt wollen wir weitergehen auf den Deal, den ich euch versprochen habe. Und zwar ist das der Deal in den Hotels Duxton Reserve, Maxwell Reserve und auch bei dem Vagabond Club and the Saragoon House. Das letzte beide sind Tribute Portfolio, das andere sind Autograph Collection. Und da müsst ihr dann eine Sonderrate nehmen. Und diese Sonderrate nennt sich Member Exclusive Offer 10.000 Points. Und wenn man die Rate jetzt vergleicht mit einer Member-Rate Race and Dine, dann sind das 290 Singapur-Dollar im Vergleich zu $299. Aber man muss natürlich sagen, dass man jetzt rein theoretisch sagen könnte, ja, man kauft die Meilen, weil jedes Hotel, wenn ihr 10.000 Marriott Bonvoy-Punkte vom Hotel bekommt, bezahlen die dafür $55. Ja? Heißt also ergo, wenn man diese $55 davon einfach mal aufschlägt, dann ist das genau die Differenz, die man mehr bezahlt. Aber ihr müsst bei der Rate Folgendes auch noch beachten. Und deshalb ist die Rate vielleicht auch interessant, dass man da nicht Äpfel und Birnen vergleicht. Dass diese Rate ist stornierbar. Heißt also, man hat eine stornierbare Rate und müsste sie dann auch mit einer anderen stornierbaren Rate vergleichen. Und dann ist dieser Unterschied schon wieder zum Vorteil der Rate. Zum Beispiel bei dem Vagabond. Das Saragoon Hotel, da ist es nicht ganz so dann toll. Aber hier seht ihr, ihr müsst halt immer aufpassen bei den Deals, bei den Raten, ob es da Unterschiede gibt, auch in den Bedingungen. Weil wenn ich natürlich eine Rate habe, die nicht stornierbar ist, dann muss die ganz klar niedriger sein als eine Rate, die stornierbar ist, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Und deshalb da halt wirklich immer Äpfel und Äpfel oder Birnen und Birnen vergleichen und nicht Äpfel und Birnen. Ja, das haben wir auch abgearbeitet. Und ich habe die Fragen des Tages vergessen. Ich mache sie am Ende. Haltet durch, haltet durch, haltet durch. Wir haben jetzt noch die Chris-Flyer-Geschichte und zwar die Escapes, die wir haben. Und zwar die Escapes von Singapore Airlines. Die wollte ich euch auch nochmal nennen, weil ich hatte das heute auch in einem Call gehabt. Da habe ich gedacht, ach, ich habe die mal gemacht, aber ich vergesse das immer wieder. Deshalb würde ich euch jetzt hier ein paar geben. Da wäre Singapur nach Ahmedabad. Das ist 310.000 Meilen.
zum Beispiel, und für die Economy Class sind es 15.000 Meilen. Business Class ist also quasi etwas mehr als das Doppelte. Dann gibt es Singapur, Bangalore, Chennai, selber Preis, Hyderabad oder aber auch nach Delhi, Mumbai. Also insofern, da gibt es viele Ziele. Und es gibt von Singapur nach New York sind es 24.150 in der Premium Economy. Und es gibt da aber ein Blackout-Date, und da gucke ich euch ganz genau an, am 2. Juni bis zum 9. Juni, da sind Blackout-Dates, die ihr da haben solltet. Wichtig ist halt wirklich, dass man natürlich auch mit diesen Singapur-Meilen, wenn man sie nicht hat, die von American Express rüberschieben kann. Und aus den USA sogar 1:1. Ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich euch heute versprochen, ich würde nichts über Kreditkarten erzählen, aber ich kann mich nicht beherrschen, ich weiß nicht warum. Also ich hatte es mir echt vorgenommen. Deshalb habe ich jetzt ein Thema, wo es nicht um Punkte geht oder wo es um was anderes geht, sondern hier geht es um Comfort und um Clarion Hotels. Und zwar ist das hier so, dass diese Hotels in Skandinavien, Finnland sehr weit verbreitet sind, unter anderem. Und die haben jetzt mit ihrem Strawberry, ich finde das Programm Strawberry, wie kommst du darauf? Also Erdbeerwoche hat für mich was anderes als Bedeutung, aber das braucht ihr jetzt nicht in der Kommentarspalte zu bearbeiten, das könnt ihr lassen. Es ist so, dass man bei der Nordic Choice auf jeden Fall, vorher der Name war besser in meinen Augen, Nordic Choice, als die Strawberry, das klingt zu kindlich. Auf jeden Fall möchten die ihre Hotels jetzt eröffnen. Vom 1. Oktober bis zum 31. Oktober sind sie jetzt buchbar bis zum 31. Mai mit besseren Raten. Und die fragen an mit 73 Euro bzw. mit 93 Euro in den Hotels. Ich denke mal, ihr wisst ja, dass ich selber sehr oft in Helsinki am Flughafen bin. Wenn ich in Helsinki bin, übernachte ich im Hilton. Bin anscheinend ein konvertierter Hilton-Jünger. Nein, das Hotel ist einfach cool. Die Lounge ist cool. Die Location ist Walking Distance. Wenn der Aufzug funktioniert. Also alles easy peasy in meinen Augen. Und ich muss aber trotzdem die Hotels einfach mal auschecken, was da passiert und wie man da eventuell vielleicht mal guckt, wie die sich bewegen. Wenn die vielleicht anstatt einem Sauna im Zimmer, was ja auch geil ist, haben die vielleicht einen Swimmingpool. Ich muss mir das einfach mal angucken. Aber ich wollte euch nur sagen, wenn in Helsinki seid, dann habt ihr noch mehr Optionen. Also das Scandic ist dann nicht mehr die einzige Wahl. Und was auch interessant ist, vielleicht wird es dann etwas bessere Preise geben. Also ich denke mal, schauen wir mal, ob ich vielleicht von Hilton Flughafen konvertiere zu denen, wobei ich glaube nicht, weil noch ein Programm will ich mir nicht antun. Ihr könnt aber jetzt die Frage des Tages beantworten, und zwar habe ich die nicht ganz ans Ende, weil ich habe nämlich noch einen Deal, so einen Deal für euch. Und zwar ist die Frage des Tages, wie findet ihr Hilton Honors? Was ist euer Lieblingshotelgruppe? Und soll ich mal ein Hilton Statusstrategie 2024 Video machen? Hyatt oder Marriott kann ich natürlich auch machen, wobei ich glaube, ich werde mit Hyatt anfangen. Also ihr könnt hier rege kommentieren, was euer Lieblingsprogramm ist und wie ihr Hilton findet und was da euer Lieblingsprogramm ist. Da bin ich mal wirklich gespannt, euch mal auf den Zahn zu fühlen, was ihr da so denkt und was ihr dazu so sagt. Und jetzt wollen wir natürlich den Deal so einen Deal machen. Und das ist der Flug von der Oslo-Basis, hätte ich fast gesagt, nach Bangkok, wo viele gerne sind, meine Wenigkeit eingeschlossen. Bangkok ist leider geil. Und zwar ist das ein P-Tarif. Ich gebe euch bei dem P-Tarif mal die Karte, damit ihr das auch seht, wie das Ganze aussieht. Und zwar Oslo-Zürich, Zürich-Bangkok und dann zurück mit der Swiss für 886 Meilen geflogen, 5.632 Meilen geflogen. Buchungsklasse ist hier P. Und was ihr auch wissen solltet, ist, dass ihr dort 6 Tage oder den ersten Samstag Sonntagsnacht sein solltet. 1.329 Euro fängt die ganze Bude an. 250 Euro für neues Ticket plus natürlich die Fare Difference. Wichtig ist auch, das Ticket ist nicht refundierbar in der Buchungsklasse P. Leider, das waren noch geile Zeiten bei Covid, als man das Ganze so hatte. Und was wir uns auch angucken können, sind natürlich die Meilen, die man bekommt. Solange es noch Meilen gibt und Punkte in der Buchungsklasse P, seht ihr Air China 20960. Und zwar gibt bei SAS, weil da gibt es 13.022, wie bei fast allen anderen auch. Bei Lufthansa Miles & More gibt es 12.750, aber das sind keine Statusmeilen, sondern die Status sind ja leider dann nur die 40 aus Oslo nach
Zürich, dann 200 nach Bangkok und zurück, das sind dann 480, ich kann gar nicht rechnen, 480 plus dann der eventuelle Positionierungsflug, den ihr da habt. Heißt also, für schmales Geld schon mal ein paar Punkte abgegriffen. Der Deal ist in meinen Augen, geht in Ordnung für den Preis und die Business Class in der Swiss ist ja, auch wenn es jetzt nicht Allegris oder Senses oder sonst was ist, ist ja auch nicht verkehrt. Also da muss man ehrlich sein und sagen, ist schon okay und ist auch gut. Und wir sind jetzt am Ende der Sendung. Denkt dran, die Frage des Tages oder die Fragen des Tages zu beantworten, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und kommt auch beim Stammtisch vorbei. Und danke, dass ihr mir heute wieder entweder zugehört oder aber auch sogar noch zugeschaut habt hier beim Bewegtbild. Ich freue mich und bis morgen in Alter und in Frische mit einer normalen Sendung. Wahrscheinlich aus dem Flughafen. Ich muss mal gucken, ob ich morgen schon nach Frankfurt fliege. Also, danke euch. Bis dann. Ciao. Thank you.